So. Warum? Hallo? Ich bin doch nur hier in den leuchtenden Kreis reingegangen. Hier, blöden Geber. Jetzt ist hier doch ein Ra. Ich dachte, die wäre weggeflogen. So, wo soll ich jetzt hin? Finde den dritten Schutzzauber, der ist da oben, ne? Muss mir fast das Matheisen Herrenhaus kaufen, aber ich glaube, ich gehe einfach. Ich meine, es geht ja mit Reiten, ne? Sie sind ja schon relativ, ne? Ist ja okay. Es könnte schlimmer verteilt sein. Vor allen Dingen könnte ich in die richtige Richtung laufen. Ey, was eine Treppe, ey. Man ja froh sein, dass es hier ist und da kein Blitzeis kommen kann. Hey, du siehst ein bisschen aus wie der Gefährte, den wir bekommen. Und es ist auch ein Nekromant. Gehen wir hier unten lang. Ja, bla bla. Das ist nicht wie bei Herr der Ringe, dass Fluss sowas auffällt. Auch. Ich hoffe, sie kriegen schöne Synchronstimmen. Nee, wenn du ESO Plus hast, kannst du die gratis im Kronenshop einfach claimen und dann hast du sie. Für immer, auch wenn du dann keinen ESO Plus mehr hast. Das letzte Fragment liegt in diesen Ruinen. Ja, ich habe sie halt, ne, im Deutsch, also ich habe ja einen Client auf Deutsch und da sind sie ja noch nicht vertont, deswegen habe ich da gar nicht mehr weitergemacht auf dem PTS. Ich bin gespannt. Zumindest was hier Tanlorin und sowas, was Rasum da geschrieben hat, Macht hat mich auch interessiert, was da so abging. Da! Oh Gott, fast nicht gesehen. Da hinten ist noch einer. Da leuchtet was. Okay. Da hinten und hier. Da ist was. Ah, nee. Haben wir enthüllt. Jetzt müssen wir die Intriktür enthüllen. Und zum Glück haben wir
den Wegschrein hier aufgedeckt. Falsche Richtung. Jo. Was dann für ein Zackus? Oh Gott, bin falsch. Hier komme ich bestimmt nicht durch. Doch, komme ich bestimmt. Ja. Und moin, Klaus-Peter. Moin. So. Enthüllt. Geflogen. Die Tür des erleuchteten Ingrid ist nah. Hm? Findet einen Pfad nach ganz oben. Nach ganz oben. Den nächsten Schritt auf eurer Reise. Das ist aber gelungen. Ganz schön weit oben. Was ist denn hier noch? Ganz. Geht's hier nach oben? Nee. Hier ist nur ein Schatz. Oh, so ein halb angekrabbelter. Oh jo, der Weg wäre natürlich auf der anderen Seite gewesen. Also auf dem NA-Server ist ja Kalthafen dann noch offen. Das macht auf jeden Fall Sinn, das auch noch abzuschließen. Sehe ich im Moment auch als sinnig. Das auserwählte Volk von Altmeritz. Von Meeresfürst Malleroth von Piandonia. Viele sind immer noch der Ansicht, dass das Volk der Maorma aus Piandonia sich abgespaltet hat. Von der Blutlinie der Altmeer. Als es als Verbrecher von den Somerset-Inseln verbannt wurde. Das ist die große, verräterische Lüge der Altmeer. Übersetzung von Wandteppichen des Kristallturms verraten, dass das große Volk der Maorma direkt vom reinsten Geblüt unserer altmeerischen Ahnen abstammt. Wir stammen ganz sicher nicht aus Somerset, sondern vielmehr aus unserer uralten Heimat Altmeris. Die Altmeer sind ein Volk von Mischlingen. Sie sind die Abscheulichkeit, die unseren großen Anführern Orgnum dazu gebracht hat, unser Volk durch die undurchdringlichen Nebel zu unserer Zuflucht in Piandonia zu führen. Jahrhundertelang haben wir unsere Kräfte gesammelt, als Vorbereitung für unsere triumphale Rückkehr. Somerset ist unser als Geburtsrecht. Der einzig wahren altmeerischen Volkes. Alle Spuren des widerwärtigen Volkes der Altmeer und ihres Mischlingsbluts müssen vom Antlitz von Tamriel verschwinden. Unsere Zeit ist gekommen. Erhebt euch, Maorma. Nehmt euren Platz ein als rechtmäßige Erben des Vermächtnisses der Altmeer. So, einfach hier durchgeschummelt. Tada! Na, oh, da ist er noch klein. Die Skola. Da hier ist ganz schön schönes Wetter in der. Es ist viele Jahre her, dass ein Sterblicher mein Reich betreten hat.
Und da steht ihr nun, der ihr in Ulfsils Fußstapfen folgt. Hallo. Willkommen in meiner Domäne, Abenteurer, Träger meiner Fabel. Hallo, der Intrik. Ich spüre die Macht der Skola in euch. Eure tintenbefleckten Hände haben die Magie des Altars berührt. Ich spürte auch, als Ulfsils Essenz aus diesem Reich wich. Hofft ihr, nach all diesen Jahren ihr Nachfolger zu werden? Vielleicht. Das ist alles noch neu für mich. Ich spüre Potenzial. Ihr giert nach Macht. Was? Genau wie Ulfsild, ich giere überhaupt vor all diesen Jahren aufsuchte. Ich werde euch dieselben Fragen stellen, die ich auch ihr gestellt habe. Habt ihr diese Macht verdient? Die Macht, Grimoires zu bearbeiten? Magie, ja, umzuschreiben? Ja, absolut. Ich bin mir nicht sicher. Nein. Tschö. Natürlich, ich bin ein selbstbewusster Argonier. Dieses Selbstvertrauen. Ihr glaubt, dass ihr die Weisheit habt, meine Macht richtig zu verwenden? Ja. Ich biete euch die Macht zu lindern oder zu läutern, mit Feuer zu schlagen oder mit Eis zu gefrieren. Wir werden sehen. Zuerst muss meine Tür erneut geöffnet werden. Legt die Fabel, die ihr bei euch tragt, auf das Podest. Wie wird dadurch eure Tür geöffnet? Eine Geschichte ist nie nur eine Geschichte. Sie hat die Macht zu verändern, von innen heraus und von außen. Die Fabel des Indrik ist eine symbolische Verbindung, ein Versprechen von mir an euch. Platziert das Buch und öffnet den Weg. Dann lege ich die Fabel auf das Podest. Ja, also die Synchro ist hier wirklich. Er klingt, es ist so eine Erzählerstimme, so eine so von so einem Weißen. Weisen, nicht von einem Weißen, sondern von Weisen. Wie schön, die Tinte der Skola wieder in der Luft schmecken zu dürfen. Ja. Die Anne sieht Farben, die Anne sieht Magie, der schmeckt Tinte, die sind alle hier voll auf Drogen. Macht kann vieles bedeuten. Ihre Bedeutung kann sich mit jedem neuen Tag ändern, mit jedem Wechsel der Jahreszeiten. Ulfsild lernte diese harte Lektion, als die Skola verschwand. Wenn ich euch unterweisen soll, wie ich sie unterwiesen habe, dann muss ich wissen, was euch Macht bedeutet. Es ist ein bisschen Gewöhnungsbedürfnis, das bedürftig, dass sich im Hintergrund die Welt bewegt. Wie wollt ihr das bewerkstelligen? Eine Schriftrolle in der Nähe beschreibt einige Herausforderungen. Ausdrücke von Macht, einige subtil, andere weniger. Wählt zwei davon aus und erfüllt sie, damit ich weiß, was Macht euch bedeutet. Ist es wichtig, welche Aufgabe ich erfülle? Ihr kennt mich noch nicht, aber ich bin kein Zuchtmeister. Ich muss wahrscheinlich beide Macht, machen. Die gegen den eigenen Willen ausgeübt wird, ist keine Macht. Stellt euch nur den Herausforderungen, die euch ansprechen. Kehrt zu mir zurück, wenn ihr fertig seid. Dann werden wir unseren nächsten Schritt gemeinsam tun. Ich werde zurückkehren, sobald die Herausforderungen bestanden sind. Wisset, dass ich euch diese Aufgabe nicht grundlos stelle. Ich weiß, was ich tue. In der Zwischenzeit habt ihr gewiss viele Fragen. Ja. Die haben Sterbliche immer. Ich bin unsterblich. Wo sind wir? Meine Taschendomäne, die ich formte und wahr werden ließ. Du hast überhaupt keine Taschen. Die ich auch meine Gestalt wählte. Ich empfinde sie als angenehme Zuflucht vor dem Rest der Welt. Die Domänen der anderen Erleuchteten entstanden mit anderen Zielen. Ist dieser Ort hier ein Teil der Skola? Nur zum Teil. Der Schriftlehre, selbst in ihren frühesten Varianten, schien es vorherbestimmt, die Macht eines Erleuchteten zu verwenden. Es war Ulfsils Idee, meine Domäne an die Skola zu binden. Was wiederum zu großen Errungenschaften
und diesen wunderschönen Türen führte. Eure Macht fließt durch die Tür in die Skula? Zu Ulfsels Zeiten, ja, das tat sie. Die Kraft der Erleuchteten, kanalisiert ins Herz des Schriftlehrer-Altars, ermöglichte unglaubliche Taten. Und vielleicht wird sie es erneut tun, je nachdem, wie ihr euch schlagt. Warum sieht dieser Ort aus wie Summer's End? Das edle Tier, dessen Gestalt ich auserkor, passte perfekt zu diesen fallenden Blütenblättern und dem prächtigen Grün. Wenn ich einen Moment Ruhe brauche oder verirrte Gedanken aus meinem Geist verbannen möchte, bin ich dankbar, dass dies der Ort ist, den ich um mich herum geformt habe. Jeder Erleuchtete hat also seine eigene Domäne, seinen eigenen Flügel wie diesen hier? In der Tat. Jeder von uns erschuf bei seiner Geburt eine Taschenebene. Keiner von uns könnte euch sagen, warum, wenn ihr das fragen wollt. Jeder von uns hat natürlich eine Meinung dazu. Aber auch das liegt offenbar in unserer Natur. Wie sieht eure Meinung aus? Ich glaube, wir sind alle sehr allein. Und Aetherius wollte in seiner Weisheit vermeiden, dass wir sowohl einsam sind, als auch herumziehen. Dieses Gefühl von Isolation versucht jeder von uns auf seine Weise zu bewältigen, wie dies auch Ulfsild tat. Natürlich. Ich hätte ein paar grundlegende Fragen an euch. Alles andere würde mich enttäuschen. Die Schriftlehre ist eine esoterische Kunst, die das Innerste der Magie durch das Mitwirken von Erleuchteten in sterbliche Hände legt. Es Hokus, gibt so Pokus. Vieles, das ihr nicht versteht. Noch nicht. Was genau seid ihr? Was sind die Erleuchteten? Wenn Magie erleuchtet, ist, sind wir Wirbel in der Strömung. Wir beherrschen den Fluss nicht. Wir sind ein Teil von ihm. Der Fluss ist wir. Wir sind der Fluss. Jeder von uns erwachte auf seine eigene Weise zu seiner Zeit an seinem Ort. Ich glaube, dass ich der Älteste bin, der seine Gestalt wählte. Ihr habt euch eure Gestalt gewählt. Warum seid ihr ein Intrig? Du hättest alles Schöne auf dieser Welt sein können und du hast einen Intrig gewählt. Warum? Warum seid ihr, wie ihr seid? Hallo? Warum habt ihr Schuppen, eine gespaltene Zunge und einen Schwanz? Ihr seid, was zu sein ihr geboren wurdet. Und bei mir ist es ebenso. Ich konnte meine Gestalt wählen, aber es gibt keine andere Gestalt, die ich hätte sein können. Okay, also der reagiert auch wirklich drauf, dass ich Agonia bin. Warum erlegt ihr mir gerade diese Herausforderung auf? Es geht darum, die Bedeutung von Macht zu bedenken. Jedes Lebewesen glaubt, dass es sie versteht. Aber die entscheidende Frage ist nicht, wie man an Macht kommt oder an welche Macht man kommt. Wie sollte man Macht einsetzen? Das ist es, was mich antreibt. Und diese Herausforderungen haben alle mit Macht zu tun? Gladiatoren in einem Ring, die rastlosen Toten, ein dädrischer Vorstoß, Herrscher, die in den Tiefen regieren. Sie alle haben die Macht zu zerstören, zu kontrollieren. Ich ermutige euch, diese Macht persönlich zu erleben und dann überlegt, wie ihr selbst sie einsetzen würdet. Könnt ihr mir mehr über die Schriftlehre erzählen? Was sie euch bedeutet? Der Akt der Schriftlehre ist eigentlich sehr einfach. Ihr konzentriert euren Willen, der Akt. Bringt Tinte zu Pergament und schreibt eure Seele auf die Seite. Ihr verändert die Magie und die Magie verändert euch. Konzentriert eure Absicht, dann wird Feuer zu Frost, Gift zu Blitz. Wenn das so einfach ist, warum ist die Schriftlehre dann eine verlorene Kunst? Das war Ulfsils Entscheidung. Sie sprach mit anderen Gelehrten ihrer Zeit.
mit ihrem Gemahl, ihren Freunden. Aber die Schriftlehre war ein Weg, den sie allein ging. Es war eine Entscheidung, die sie am Ende wohl bereute. Okay. Hallo? Die Treppe ist zu hoch. Frechheit. Herausforderungen des Intrigs. Herausforderungen des Ankers, üble dätrische Schöpfungen fallen vom Himmel. Tilgt ihre Gegenwart aus dem Land, das als Auridon bekannt ist. Okay, wir müssen einen Anker kaputt machen. Herausforderung der Zusammenarbeit. Schart weitere Helden um euch und stellt euch anderen Champions, die nach Ruhm streben. Herausforderung der Stärke. Abscheuliche Wesen, überlegen der Stärke, warten in den Gewölben von Auridon auf eure Herausforderung. Erschlagt sie, beweist, dass ihr stärker seid. Herausforderung der Reinigung. Die Unlebenden erheben sich und beschmutzen die Reinheit des Landes Auridon. Nutzt eure Stärke und schickt die Toten dorthin zurück, wo sie hingehören. Okay. Jetzt spielst du. Spielst du ESO im Hardcore-Modus? Ein Skelett. Ach so, deswegen kann ich wählen. Okay. Ich muss zwei machen. Schlachtfeld fällt schon mal raus. Vernichtet Untote auf Auridon. Besiegt einen Gewölbeanführer auf Auridon. Ich würde sagen, ich gucke nach dem Anker. Denn wenn ich den Anker mache, kann es ja sein, dass ich dann schon Untote erschlagen habe. Und dann geht das dann ein bisschen schneller. Guck mal, hat er extra jetzt auch den Intrig per Zufall gewählt. Okay, ich höre, da war gerade ein Anker. So, wahrscheinlich auch der einzige Anker, wo ich einen Wegpunkt gehabt hätte. Ja, ich war leider hier und habe hier den Wegpunkt nicht aktiviert. Da oben kann ich auch hin. Hier müssten ja auch hier sind vielleicht auch Untote. Hier ist Hanselwill. Komm, nehmen wir den und gehen da hoch. Gucken wir doch mal, vielleicht wartet in der Höhle auch noch was. Bist du untot? Vielleicht. Wo ist denn hier ein Buch? Hallo? Wo ist es versteckt? Da ist es versteckt. Nee, es sind keine Untoten. Du bist doch... Hallo, es sind... Das sind Zombies, natürlich müssen das Untote sein. Ja, doch, zählen. Zählen! Das kann man doch gut miteinander kombinieren.
Und hier können wir den Gewölbeboss dann machen. Besiegt einen. Alles klar. Warte mal, bist du... Wo war denn hier jetzt eben? Ach, nur eine Ratte. Nur eine Ratte. Skever sind keine Untoten. Aber hier sind vielleicht noch andere unterwegs. Eine Blutschärke zum Beispiel. Du musst jetzt Blutwurz panieren. Statt Kartoffelpüree wäre ich ja der Schupfnudel. Wäre ich ja für Schupfnudel. Ja, komm, dann helf mir doch wenigstens hier mit denen. So, dann haben wir nämlich schon zwei abgeschlossen. Dann können wir hier... Ach, warte mal. Das Buch. Ich bin jetzt schon wieder. Das ist ja die gleiche Höhle. Ach, Charidor. Ich denke, dass ihr gut geeignet seid. Bringt dieses Buch zurück zu Valaste. Sagt ihr, das Feuer ihr die Worte zeigt. Was ich von dir gehört habe hier. Ulfir und so, ne? So, wir müssen in die Skola zurück. Ein neuer Zettel. Einführung in die Schriftlehre. Von Ulfsild. Ein kurzer Leitfaden, verfasst an meinem letzten Tag in der Skola. Eine Zusammenfassung meiner jahrelangen Arbeit für euch. Wählt die Grimoire aus, die ihr zu eurem machen wollt. Die Grimoire, die ich hinterlassen habe, decken eine breite Palette an Szenarien und magischen Anwendungsmöglichkeiten ab. Ich hoffe, ihr findet eins, das euch anspricht. Betrachtet jedes Grimoire als Rahmen. Sie sind reine Gelegenheit. Ihr könnt sie an eure Wünsche anpassen. Mit der Zeit werden vielleicht andere aus meinen Techniken lernen und weitere Grimoire werden entstehen. Der Gedanke daran, dass mein Werk weiterlebt, erfüllt mich mit Freude. Ah, haben sie vorgesorgt. Definiert den Fokus eurer Schriftlehre, indem ihr eine dieser Skripturen wählt. Ich nenne sie Fokusskripturen. Da sie definieren, worum es bei der geschriebenen Fertigkeit sich tatsächlich handelt. Feuer oder Frost? Segen oder Schmerz? Was bewirkt eure Schriftlehre? Für mich standen die Fokusskripturen seit jeher für den Greifen. Er ist so zielgerichtet, so selbstsicher, so überzeugt von seinem Handeln. Jede Fertigkeit muss ein Effektelement haben.
Effekt schien mir das perfekte Wort für diese Elemente, da diese magischen Komponenten eure geschriebenen Werke denkwürdig machen. Ich habe so viele Möglichkeiten gefunden, die Schriftlehre mit den Zielen und Magien anderer Disziplinen, anderer Denkrichtungen interagieren zu lassen. Bei diesen Werken habe ich intensiv mit dem Drachen zusammengearbeitet. Ihr scharfer Geist war der perfekte Resonanzboden für die komplizierten Vorstellungen. So war es auch die Idee des Drachen, Skripturen zu konzipieren, die sich an den Kampf- und Zauberstil der Person anpassen können, die das Pergament in den Händen hält. Wir haben es nicht geschafft, diese Skriptur meiner Zeit vollständig zu entwickeln. Aber vielleicht wird es ja eines Tages... Vollendet die Fertigkeit, indem ihr einen Affix eurer Wahl hinzufügt. Jedes Mal, wenn ich einen neuen Zauber beschrieben habe, stelle ich fest, dass noch Platz in der Struktur war. Diese einfache mystische Ergänzung schlug der Netsch vor. So wurde dieser leere Platz mit etwas Nützlichem gefüllt. Durch Affixe könnt ihr euer Werk ein letztes Stück weit in eine Richtung bewegen, die euch und eure Verbündeten am meisten nützt. So viele Wege stehen noch offen. Verwendet leuchtende Tinte, um eure neu geschriebenen Fertigkeiten zu erschaffen. Die Tinte, die ich in der Schriftlehre verwende, wurde in Zusammenarbeit mit dem Netsch hergestellt und ist lediglich ein Trägermaterial der Macht, die durch den Altar gewährt wird. Sie ist gedacht als eine Art Bindemittel, als Möglichkeit, rohe Magika, Gedanken und Absichten auf die Seiten zu übertragen. Weitere Anmerkung. Wenn ihr eine Fertigkeit oder einen Zauber erst einmal geschrieben habt, könnt ihr immer wieder aufs Neue versuchen, ihn aus euren vorhandenen Grimoiren zu schreiben. Endlose Variation war schon immer ein Teil meiner Absicht. Vorausgesetzt natürlich, ihr habt genug Tinte. Nicht jede Skriptur ist für jedes Grimoire geeignet, aber dies ist ein wundervoller Ort für Spiel, Experiment und Entdeckung. Für mich gehört das zur wahren Magie der Schriftlehre. Wenn ihr mir den Scherz verzeiht, alles, was ihr tun müsst, ist, einen Locus der Macht zu erzeugen. Die Locus. Geschöpfe aus reiner Magie von euren guten Absichten überzeugen. Ihre Macht in Grimoires fließen zu lassen, die ihr zuvor entwerfen müsst. Und leuchtende Tinte entwickeln, die ihr braucht, um eure Schöpfungen zu vollenden. Ganz einfach. Ich hoffe, all die Arbeit, die ich in die Schriftlehre gesteckt habe, nicht mit der Zeit, dass all die Arbeit nicht verloren geht. Viel Glück, wer auch immer es sein mag, der in meinen Fußstapfen tritt. Und... möge die Krähe euch leiten. Und Nina, einen wunderschönen guten Mittag. Hallihallo, was hängt denn hier? Firindils Gola-Erlebnis. Holde Abenteuerlustige, hier schreibt euer Chronist. Schaut doch einmal bei mir vorbei, wenn ihr in Stimmung seid. Ich bin immer zu freundlichen Schickereien aufgelegt. Ihr könnt euch darauf verlassen, dass ich jedes Grimoire habe, das ihr braucht. Ganz egal wann. Mein Angebot an Skripturen variiert, abhängig davon, wie Adepten der Gilde meine Vorräte ausräumen. Und wenn ihr euch weiter mit den Erleuchteten beschäftigt, wird mir ihre Macht hoffentlich bald neue Gelegenheiten bescheren. Besucht mich unbedingt, wenn ihr mit ihren jeweiligen Prüfungen fertig seid. Und natürlich sollten wir auch die gute Karl nicht vergessen. Ich vertraue meinem Intimus den Bestand und den Verkauf der zahlreichen wunderschönen Objekte, die wir hier in der Skola entdeckten. Dann hoffentlich bis bald. Das ist ja jetzt eigentlich nur da, weil ich schon durchgequestet habe, weil sonst wird er ja noch nicht da sein. Deswegen gehen wir ihn noch nicht besuchen. Wir müssen jetzt erstmal hier zum Indrik.
Hallo. Gut gemacht, Sterblicher. Ja. Ihr habt die Herausforderung gemeistert. Es verbleibt noch eine Aufgabe. Wenn ich euch meine Stärke leihen soll, müsst ihr mir die eure leihen. Macht für Macht. Eine wiedergutgemachte Untat. Und ein weiterer Schritt auf dem Weg. Welche Untat soll wieder gut gemacht werden? Meine eigene. Eines Tages, als ich mir die Sonne auf den Pelz scheinen ließ, sah ich einen Jäger, der einer Indrik und ihrem Kitz nachstellte. Der Jäger legte an und die Hirschkuh starb. Das Kitz sprang davon und der Jäger nahm die Verfolgung auf. Was habt ihr getan? Ich schritt ein. Ich verlieh dem Kitz einen Hauch meiner Macht. Aber da ich überhastet agierte, agierte ich unweise. Meine Macht beschützte das Kitz, ja, aber bezog auch den Jäger mit ein. Nun sind Raubtier und Beute in einer unendlichen Hatz gefangen. Das Kitz zu retten war ein Fehler? Ich gewährte meine Macht einem Wesen, das nicht darum gebeten hatte und nicht wusste, wie man damit umgeht. Der Gipfel der Überheblichkeit. Eine Untugend, derer ich gelegentlich beschuldigt werde. Nutzt die Linse und nehmt ihre Fährte auf. Dann befreit diese armen Seelen aus meiner ziellosen Macht. Wo soll ich anfangen? Sucht das Kitz und den Jäger in einer Höhle im Süden von Auridon. Dells Grube nennt man sie wohl heute. Stellt diese falsch eingesetzte Macht wieder richtig, dann leihe ich euch meine Kraft. Ein Wegweiser auf eurem Pfad zur Beherrschung der Schriftlehre. Puh. Ich habe schon alle Fragen gestellt. Okay. Jetzt muss ich das gesegnete Indrik machen. Lieber eine Eule als einen Klebstoff. So, ich muss das Indrik verfolgen. Schon wieder hierher. Komme ich von der Seite da drüber? Ich bin gespannt, ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Warum habe ich mir das hier markiert? Ach so, weil ich hier ein Buch einsammeln kann. Halt, ich muss da runter. Das ist aber hoch. Ja doch, ich komme doch. Alexos hat gerade für 29 Monate abonniert. Und Alex, einen wunderschönen guten Morgen. Vielen, vielen, vielen lieben Dank für den Resub. Dankeschön. Ich musste eben so gucken, weil ich überlegt habe, was für ein Wort Azrael da geschrieben hat, aber unsere Marionetten, die Meereselfen. Ja, es passt halt hier. Nee, passt hier nicht hin. So, hier ist alles. Hier ist alles gut.
Ah. Ich muss dem Indrik holen. Lauf nicht weg, kleines Kitz. Wo ist es hin? Ich hab zu ihm gehört. Da. Da kommt's. Ah ja, es hat mich verarscht, hat mich direkt in die Gegner reingeschickt. Halt! Zählt fast vor lauter. Vor lauter Kartenstudium. Das Indrik verpasst. Und Serena, einen wunderschönen guten Mittag. Ja, auch ein wunderschönes Wochenende. Ein bisschen mehr Sonne könnte noch kommen bei mir. Warte mal, hier war ich doch auch schon mal. Hier hat man irgendwelche Dailies gemacht. Ich glaube, ich bin in Mörkmeier. Ja. Was suche ich hier? Da vorne rennt's. Oh mein Gott, lauf doch nicht so alleine da rum. Und warum habe ich jetzt... Ey, diese Pilzkäfer. Sehr frech. Und Sonngard, einen wunderschönen guten Mittag auch dir. Servus. Da. Naja, scheinbar hat meine elementare Anfälligkeit was gegen den Pilzkäfer gehabt. Denn das ist da einfach draufgegangen. So, ich würde denken, ja, wir müssen durch die Tür. Das sieht schon... Ist ja hier schon fast wie bei Indiana Jones. Wo bin ich jetzt? Was ist das? Kommt, kleines Kitz. Ihr könnt mir nicht ewig entkommen. Der Eid des Wächters. Oh, gesegnet die Augen des Hüters. Gewandet in Scharlach und Gold. Ihr reumütig Blick auf ihr verfluchtes Grab. Seit ältesten Tagen uns hold, wenn Knochen und Tod sich unten regen, sehen die Augen Flammen walten, die einfordern ihre dunkle Schuld, ihre Seele in Ketten halten. Und Angels DK, einen wunderschönen guten Mittag. Hallihallo. So, wo bin ich jetzt?
Wir haben eine ganz schöne Hatz gehabt, ne? Also. Dafür, dass es so ein kleines Kitz ist, hat der Jäger ganz schön lange gebraucht, es zu fangen. Mir entkommt keine Beute. Ihr nah, Hunde! Hunde? Das sind Wölfe! Ich glaube, du hast da irgendwie was falsch gemacht. Jetzt ist die Frage, ist das ein Extraportal? Selenvis Tagebuch. Bei Syrabans Ring, was habe ich getan? Meine liebste Schwester, das kleine Feenwesen mit Zöpfen, das mich an Sundas Nachmittagen durch die Blumengärten gejagt hat. Dieses gutmütige Mädchen mit der Singstimme einer Lerche ist einem Nekromanten verfallen. Ich kann es kaum glauben, womit habe ich das verdient? Welche Geister haben wir beleidigt? Wäre ich doch nur hier gewesen. Wäre ich doch nur geblieben. Das ist alles meine Schuld. Wir müssen etwas tun. Die Ausübung der Nekromantie ist eine unverzeihliche Sünde. Ich habe sie angepflegt, Buße zu tun oder um die Gnade von Clan Direnni zu bitten. Aber sie hörte nicht auf mich. Sie starrte mir mit mattem Blick in die Augen und sagte: Sie können mich nicht töten, Schwester. Nichts kann mich töten. Ich werde wieder auferstehen, immer und immer wieder, in alle Ewigkeit. Keine Spur mehr von ihrer Güte und ihrer zarten Unschuld. In diesem Augenblick wurde mir klar, dass ich sie kaum noch erkannte. Also führte ich das Ritual durch. Ich fesselte sie an den Sarkophag. Ich schrie die Worte des Bindens und entfachte die heiligen Flammen. Dann weinte ich neben dem Grabmal. Ich hörte sie kreischen und heulen, bis sie schließlich verstummte. Ich hoffe nur, dass Lauriels Geist Frieden hier in der Akropolis findet. Denn sie wird sie nicht mehr verlassen. Nie mehr. Vergebt mir, Auriel. Denn ich werde mir nie vergeben. Niemals. Melvin, einen wunderschönen guten Mittag dir auch. Und Angels DK, nein. Nein, es spricht mich nicht an, was ich bisher gesehen habe. Außer Grafik schön. Aber der Rest irgendwie bisher hat es mich nicht. Ja. Was wart ihr doch für eine Herausforderung, kleines Kids? Was? Oh, hast du das Kitz getötet? Na, da steht's. Eine weitere Trophäe für meine Sammlung. Vielleicht muss ich ihn töten. Vielleicht besser. Out. Okay, die geben keine XP. Ja, es ist ja, ne? Es ist ja free to play. Kann man tun, aber. Wie gesagt, mich spricht es halt irgendwie so gar nicht an. Herr Sine, nehmt meine Seele. Ja, Herr Sine. Überwältigt das Kitz. Da bin ich das letzte Mal so erschrocken. Zauber bindet es nun. Hebt ihn auf. Ihr seid frei, kleines Wesen. Frei, was zu tun? Ah, natürlich. Ihr dürft mit uns zurückkehren.
falls ihr dies wünscht. Ich erwarte euch in meiner Domäne. Ich gewähre meine versprochene Macht dem, der sie erstrebte, und dem anderen sichere